Da nicht. Vielleicht von da oben aus. Vielleicht kann ich von da aus irgendwo einen Seilpfeil hinschicken. Also es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben. Da sind wir uns, glaube ich, einig, ne? Ach so, jetzt ist sogar eine Treppe hier, sehe ich gerade. Jetzt ist sogar eine Treppe hier. Jetzt ist die Treppe sogar hier. Dann... Wieso kann ich mich hier verdammt nochmal nicht durchquetschen? Das sieht echt so aus, weil dann wäre ich jetzt da. Guck mal, da. Da muss ich hin. Shit happens. Da muss ich jetzt nur noch rüber. Wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Ich weiß, dass hier dieser Tunnel ist. Ja. Kann ich auf diesen Balken... Ich kann da drauf? Nein, kann ich nicht. Ja. Es ist doch alles... Dies ist doch zum Mäusemelken. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich glaube, ich habe das auch fast. Ich kann natürlich jetzt nochmal komplett zurückgehen. Hier ist ja die 1, genau. Aber was bringt mir das? Gut, ich gehe mal zum Anfang zurück. Wenn das überhaupt möglich ist. Darf ich hier zurückspringen? Darf ich? Aber das hilft mir ja auch nichts, ne? Kann ich hier raus? Ne. Heilige Scheiße, du. Das ist... Wahrscheinlich schlagt ihr euch gerade so mit der Handfläche vom Kopf und fängt... Oh, Alex. Das ist doch ganz einfach. Also. Nee, ich glaube nicht, dass ich... Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich hier ganz zurückgehen muss. Das macht echt Bock. Kann ich hier hoch? Das ist ein Seil. Leute, das ist ein Seil. Da ist ein Seil. Kann ich hier irgendwo hochklettern? Nicht danach aus. Aber dadurch, dass ich jetzt ein Seil gesehen habe, ne? Ja, wahrscheinlich soll das einfach nur symbolisieren, dass da vielleicht mal eine Glocke hing oder so. Hm. Wenn ich jetzt hier nochmal drehe, ist das dann Quatsch? Versuchen wir es mal. Mal gucken. Ja, das ist Quatsch, weil jetzt komme ich hier nicht weg. Nee, das macht er nicht. Nee, das hat so keinen Sinn. So. Es gibt nur diese beiden Positionen, definitiv. Was habe ich jetzt nicht gesehen? Das ist wahrscheinlich... Ah, ich glaub's nicht. Das ist so eine simple Sache. Ich weiß es. Boah. Kann ich da vielleicht gegen... Warte mal, ich sehe da vielleicht was. Warte mal. Habe ich... Wo ist mein Seil? Da ist ein Seilpfeil. Ich muss eben gucken. Kann ich da oben ran? Nee. Ich habe auch nur den einen. Da muss ich aufpassen, wann ich den abschieße. Genau. Hier hoch. Ja. Ich könnte mit einem Feuerpfeil wahrscheinlich die Fackel anschießen, ne? Ich habe noch nie einen Feuerpfeil benutzt, fällt mir gerade auf. Jetzt bin ich wieder hier oben. Ich bin wieder hier oben. Es gibt doch gar nicht so viele Möglichkeiten. Es tut mir echt leid, dass ich jetzt hier so lange hänge. Und ich hätte das jetzt auch wahnsinnig gerne geschafft. Tja, die Treppe ist jetzt richtig. Kann ich hier irgendwo... Nee, sieht alles nicht danach aus. Hm.
Vor allem, die können ja auch nicht davon ausgehen, dass ich jetzt einen Seilpfeil bei mir habe. Dann hätten sie mir einen geben müssen, ne? Alter Schwede, ey, das ist nicht einfach. Tja, muss ich hier nochmal drehen. Ja. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht ein, jetzt nachzugucken wegen so einem dusseligen Kram. Zwei. Ach, warte mal. Ich könnte jetzt ja wieder runterspringen. Das macht er auch nicht. Ich darf jetzt nicht runterspringen. Das ist schade. Ich dachte, jetzt könnte ich den irgendwie austricksen. Ich darf da nicht runterspringen. Ich will doch nur darüber. Verdammt. Es geht noch, das ist ja noch viel. Es geht ja noch weiter. Aber dann leuchtet das jetzt. Hier steht da 1. Wieso leuchtet denn nur die 1? Seht ihr das? Nur die... Nee, ach nee, das war Lichteinwirkung. Aber das ist die 4 da oben. Oh, wie komme ich denn da hin? Verdammt. Tja. Schwierig, schwierig, pupierig. Tja, wir haben noch 7 Minuten. Also wenn ich jetzt in denen nichts finde, dann ist es so. Dann tut mir das leid, dass ihr jetzt einen so einen Part hattet. Aber dann ist das, ja, wie gesagt, das kommt halt auch mal vor. Manchmal hängt man dann halt fest. Ich gehe davon aus, dass wir hier nicht drauf springen können, richtig. Ich will da oben irgendwie hin. Das war im Prinzip der letzte Schritt, den wir gemacht haben. Das kann doch nicht so wild sein. Ja, ich könnte jetzt hier runtergehen. Was mir absolut nichts bringt. Kann ich da rauf? Nee. Was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Ich könnte jetzt den da unten nochmal drehen. Was mich aber auch nicht weiterbringt. Denn wenn ich jetzt an diesem drehe, wenn ich an dem allerersten drehe, dann komme ich überhaupt nicht wieder zurück. Das bringt gar nichts. Also wenn ich jetzt an dem drehe, dann ja, ist Ende, weil ich komme hier nicht mehr da drauf. Aber der kann es schon mal nicht sein. Es kann nur sein, dass ich vielleicht an diesem hier drehen kann. So, machen wir das mal. So, dann kann ich hier vor mir hoch. Aber das hilft mir auch nicht. Ich könnte jetzt da hochgehen. So. Das muss ich, weil hier ist jetzt ja keine Treppe mehr. Richtig. Ich bilde mir gerade ein, dass die Musik anders ist, aber wahrscheinlich nicht. So, dann bin ich jetzt hier. Und bin dann hier. Ja, und jetzt bräuchte ich nur noch eine Stellung ändern. Und zwar müsste jetzt da unten einer dran drehen. Genau. Wenn da jetzt einer dran dreht, dann komme ich nämlich da oben hin. Aber ich bin ja nur eine Person. Wie soll ich denn jetzt von hier aus da drehen? Das geht nicht. Oh, kann ich so ein Fenster einschlagen? Nee, kann ich nicht. Aber das bringt mir auch nichts, ne? Alter Schwede, ne? Und wenn hier doch irgendwas mit dem Seilpfeil ist, aber das wäre irgendwie das wäre gemein, weil... Die können nicht davon ausgehen, dass ich jetzt hier zwingend einen Seilpfeil bei mir... Wenn ihr diese Lösung wisst, ja gut, dann braucht ihr es mir nicht schreiben, weil ich habe es dann sowieso wahrscheinlich schon beim nächsten Mal rausgefunden. Könnt ihr natürlich trotzdem, weil ich weiß, dass ihr mich verfluchen werdet gerade hier. Ich komme hier einfach nirgends durch.
Das Spiel gibt mir auch keinen Tipp, ne? Ach Mann. Ich muss doch jetzt nur noch von hier aus. Und ich kann nicht hier raufklettern und dann rüber, ne? Also wenn ich hier irgendwo einen Seilpfeil hinschießen könnte, ne? Wieso ist eigentlich da oben? Ich muss an diesem Turm noch höher, wie es aussieht. Was ist denn da oben? Seht ihr, das ist ein Fenster. Kann ich da vielleicht einen Pfeil rein? Also nicht einen Seilpfeil, einen Breitkopfpfeil rein. Gut, einen habe ich ja noch. Ja komm, hauen wir den nochmal im Hoch. Nur guck, was passiert. Wenn ich das Fenster zerschieße. Dann passiert nichts. Das dachte ich mir fast. Ah. Tja. Dann verließen sie ihn. Wenn ich jetzt an dem drehe, hänge ich wieder fest. Befinde mich hier echt in einer Zwickmühle. Warte mal, ich kann das auch so halb lassen. Nee, kann ich nicht. Ich dachte, ich könnte das so halb lassen. Wäre auch eine Idee gewesen. Hier ist nichts mehr versteckt, ne? Hatte ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal geguckt. Oder zumindest einmal. Wäre natürlich cool, wenn hier irgendwie ein versteckter Schalter wäre, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Schön wäre es. Kann ich hier raus? Oh, nee. Nee, 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 nee. Steck den Pfeil mal wieder ein. Ja, in diese Richtung finde ich nicht viel. Da darf ich nicht raus. Jetzt komme ich hier gar nicht lang. Ach ja. Tja, also, wie gesagt, ich habe echt keinen blassen Schimmer. Ich werde das wirklich nachgucken müssen. Oder ich werde heute Abend mal die Steffi fragen. Vielleicht hat die ja einen Tipp für mich, weil ich bin entweder echt zu doof. Warum durfte ich vorhin hier rausspringen? War auch so eine Idee. Kann ich von hier aus da... Nein. Das hatte ich ja schon mal probiert. Oh. Das war, glaube ich, nicht so gesund. Ja, so wäre es jedenfalls richtig. Ja, ich dachte eben fast, er könnte sich da an dem Tuch festhalten. Ah, kann er aber anscheinend nicht. Ja, was mache ich jetzt? Ich bin echt etwas überfragt. Dann sagt er, ah, so geht das. Ja, das kennen wir ja alles schon. So, dann haben wir hier... Das ist alles schön und gut. Und ich kenne mittlerweile auch die Wege hier aus, denn wir haben drei Türme und können drehen, die nur lustig sind. Sehr praktisch. Ja, sehr praktisch, so. Sehr praktisch, sagt er. Habe ich meine Pfeile jetzt eigentlich wieder? Die habe ich wieder, das ist schön. Immerhin. Ja, hier wird ja meine Münze wieder. Kann ich da rauf? Nee. Ob das irgendwas mit diesem Eck hier zu tun hat? Ich glaub's nicht. Das ist wirklich nur so eine Münze, die man hier kriegen kann und gut ist. Und hier kann ich auch nicht drauf, nein. Das ist wahrscheinlich überhaupt nicht schwer, ne? Da könnte ich, wie gesagt, am Rad drehen. Ist denn hier sonst noch irgendwas? Fällt mir gerade ein. Außer, dass ich hier drehen kann. Nö. Ich glaube nicht. Nö, ist nicht. Ich lasse das einfach mal so, wie es ist und gehe jetzt hier hoch. Da.
Gehe ich jetzt hier lang? Ist wirklich schade, weil ich gedacht habe, ja, wir machen das jetzt fertig. So, jetzt sind wir hier. Wenn ich wenigstens... Es geht doch. Ich kann da runterspringen. Aber das bringt mir nichts, ne? Ja, ganz geil, Alex. Egal, wir sind jetzt... Was war das denn? Oh, das habe ich nicht eingesammelt. Okay, ja. Gut. Und es bringt mir zwar nichts, aber ich will es mir auch testen. Eigentlich ist jetzt vorbei, aber gut. Ich will noch mal einen kleinen Test machen. Anscheinend kann ich doch da runterrutschen. Aber das, wenn ich das jetzt nochmal probiere, bin ich sowieso tot. Das wäre doch eine Sache, die ich jetzt ausprobieren könnte beim nächsten Mal. Ja, ja. Genau, so. Jetzt komme ich jetzt hier weg oder komme ich jetzt hier nicht weg? Doch, jetzt komme ich hier weg, genau. So, und wenn ich jetzt nämlich den drehe. Vielleicht ist das sogar die Lösung, was ich jetzt hier vorhabe, aber. Na, ich glaube es eigentlich nicht. So, jetzt drehe ich die ja wieder so. So, jetzt. Genau, jetzt ist das da. Ah. Nee, ne? Ich glaub's nicht. Ja, ich hab's geschafft. Mein Gott. Ich hab's geschafft. Oh. Natürlich ist es jetzt nicht, ja, das ist das Kapitel natürlich nicht vorbei. Mist, jetzt muss ich aufhören. Jetzt warte ich nur auf den Speicherpunkt. Wobei, will ich einen Speicherpunkt haben? Ich glaub nicht. Weil ich jetzt so wenig Energie habe. Ich glaube nicht, dass ich jetzt einen Speicherpunkt haben will. Vielleicht ist da auch das Ende des Levels. Ich vermute, wegen diesem Buch bin ich hier. Jetzt muss ich es nur noch losmachen. Entferne das Ritualbuch. Ja gut, vielleicht ist das jetzt gleich wirklich Schluss. Dann brauche ich jetzt aber nochmal wieder ein paar Symbole, ne? Kann ich hier nochmal ran? Kann ich nicht ran? Doch, kann ich. Weil ich muss die Symbole finden, ne? Ich brauche Symbole. So, wo sind sie denn? Wo finde ich Symbole? Ich kann rüberspringen. So, wir schauen mal hier rum. Ob ich hier irgendwas finde. Geil wäre es, wenn ich jetzt Nahrung finden würde. Ich habe aber echt keine Nahrung mehr da, ne? Hm. Keine Nahrung, ne? Er speichert. Ich weiß nicht, ob das so schnell jetzt zu beenden geht hier. Wahrscheinlich, er hat es auch gerade gespeichert, das ist das Problem. Kann ich da ran? Kann ich. Ich lasse mich mal eben runter. In der Hoffnung, dass ich jetzt hier was ganz Tolles finde. Ah, jetzt sehe ich auch, wo ich bin. Alles klar, nee. Hier wieder hoch. Das ist der Anfang. Ich gehe jetzt einfach mal zum Buch hin und entfessle es. Aber ich glaube, das klappt nicht. Weil ich das Dings nicht hab. Die, na. Sprich. Fuck. Die. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich wieder ganz unten. Nee, das mache ich jetzt nicht. Leute, dann bringe ich mich jetzt um und wir machen das beim nächsten Mal. Es tut mir echt leid,
Aber wenigstens habe ich jetzt den Weg gefunden. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal. Shiryu. Ich kann nicht springen. Ich will runter. Ich will runter. Wir sterben. Ich darf nicht. Lass mich doch springen. Ich will nur in den Tod springen. Mann, wo darf ich denn in den Tod springen? Da vielleicht. Darf ich hier in den Tod springen? Komm. Ich bin immer noch nicht tot. Mann! Ich bin immer noch nicht tot. Ja, dann komm, versuchen wir es einmal, ohne dass wir den Code kennen. Wird wahrscheinlich nicht gehen. Doch. Okay. Habe ich die jetzt irgendwo schon gefunden? Weiß jetzt nicht, wo ich die her habe. Dann entfesseln wir das Buch jetzt eben. Scheiße. Die Frage ist halt, ob danach wirklich jetzt das Kapitel vorbei ist, was schön wäre. Dann ist ja okay. Ja. Gib her. Gib her. Yay. Cornelius, die Schlüssel. Ich habe das Buch. An diese Nacht werde ich wohl noch lange denken. Entkomme aus den Ruinen. Nee, das machen wir jetzt beim nächsten Mal. Und, ja. Ich sag jetzt tschüss. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.